Erstaunt mich immer wieder. Wenn man denkt, man ist schon zu weit etwas durch, kommt wieder was Neues. So. Dann gehen wir mal wieder runter. Obwohl, ich fahre jetzt mal ein bisschen näher ran. Also das muss ich wieder so weit hier. Schwimmen. So, das ist hier das eine Auto, das nehmen wir mit, wenn ich schon mal vor der Tür, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir es mit. Wir haben ja jetzt wieder Platz. Wir haben ja das Inventar wieder einigermaßen frei und dann geht das ja schon. So. Da unten ist auch noch ein Auto. Können wir auch mitnehmen. Wir haben bisher nur ein Haus erstmal so begutachtet. Hier unten ist auch noch ein Auto. Oh, gut. Meine Güte. Ich werde ja noch seekrank. So. Muss ab und zu mal auf mein Handy schauen in der Kita. Meine Tochter, die war heute Morgen jetzt so anhänglich. Wir haben ja Papa-Tochter-Wochenende gemacht, komplett. Und hatten wir schon lange nicht mehr. Durch die Krankheit. Und ja, deswegen war sie jetzt so anhänglich gewesen. Ich wollte eigentlich gar nicht loslassen, aber ich musste mich auch ein bisschen ausruhen. Gut, aber jetzt spiele ich, das hat jetzt nicht mit Ausruhen zu tun, aber es ist für mich einmal eine Ablenkung nach Tagen, dass ich mal an was anderes denke, außer nur gesund werden und alles Mögliche. So, hier, safe. So, da brauche ich eine Axt. Haben wir wieder ein bisschen Holz, ist doch schön. So, hier unten ist auch noch was. Ein bisschen Schrott ist immer gut. Wir müssen mal gucken, was wir aus dem ganzen Mist überhaupt machen können. Ich bin ja immer noch dabei, die Welt auszuschöpfen. Sie auseinanderzunehmen, bis nichts mehr geht. Und dann ja zu erforschen auch unter anderem. Ja. Und dann zu gestalten und alles Mögliche. Gut, wir haben ja jetzt schon unsere kleine Hochburg. So. Bin ich jetzt gleich voll? Ja, aber bald. So, zwei Sachen kann ich noch machen. Ich würde das Benzin mitnehmen. Ja. Super, jetzt bin ich aber voll. Die Axt kommt weg. Ab zum Boot. Wir haben hier wirklich noch einiges offen. Wir sind hier gerade mal bei 40%. Und ja, also diese Unterwasserwelt ist echt spannend. Vor allen Dingen grafisch finde ich es wirklich toll. Also grafisch muss ich sagen, obwohl das Spiel noch in der Early ist, in der Alpha-Version, finde ich das Spiel jetzt schon wirklich Hammer. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist, ist es ja noch teurer als jetzt. Und ich bin froh, dass ich das denn jetzt geholt habe. Und ja, wo es relativ günstig war. Das war ich auch damals bei Minecraft. Damals habe ich 20 Euro bezahlt. Wann war denn das gewesen mit Minecraft? 2009, 2010? Meine Güte. Ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her mit Minecraft. Und jetzt ist es ja mit 49, 69 Euro nur die einfache Version von Minecraft Dungeon, wo man ja mal ja nicht mitreden und so weiter. Und
Ja, und solche Sachen, also ist schon ordentlich. Und in Minecraft habe ich ja schon so einiges erstellen können, also. Bei Skyrim bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das weiterspiele. Ich habe ja meinen Spielstand. Aber ich habe so die Neigung, da gehe ich dafür, dass ich einfach mal alle töte. Einfach mal draufhaue und kein NPC mehr übrig lasse. Nur noch ich. So, alles nehmen. Ihr beide kommt rüber, es dauert mir sonst so lange. Ich möchte ja heute noch mal weitermachen. So. Haben wir noch ein bisschen Schrott gefunden? Okay. Schrott werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was finden. Das steht, ist außer Frage. Schöne Schuhe, muss ich sagen. So. Das Sägeboot, mit dem haben wir hier angefangen. Das waren noch Zeiten. So. Dann lass uns mal da wieder hin. 2,3 Liter, wenn ja schon wir so viel verfahren. Wir müssen wieder nachtanken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Handelsposten ist ja noch offen. Wo waren das? Autobahn. So. Okay, in die Richtung, wir fahren das Boot jetzt leer und tanken dann wieder nach. Während ich dann hier, ihr wisst schon, das mache. Hat sich auch nochmal Schrott angesammelt. Ah, das ist der Handelsposten, genau, da war ja was gewesen. Mensch. Den haben wir noch gar nicht gemacht. So, Autobahn. Sind wir bald da? Ich sehe es schon, die Autobahn. Ich gehe mal direkt rüber hier. Genau. Damit wir das auch alles mitnehmen können. Jetzt sind wir wieder einigermaßen leer. Ja, wir haben ja diese Mission. Leerräumen. Ich habe noch gar nicht die Bücher gelesen. Warum auch immer. Irgendwie war ich so faul dafür. Irgendwie war ich so faul dafür. Aber hier sehe ich wieder was. Holz. Ich habe eine. Ich habe eine. Ich habe. Was soll ich sagen? Hat. Hier, nimm mit. Nimm mit, nimm mit. Was ist das? Ah, wieder ein schöner Schrank. Ein Werkzeugschrank. Wow. Da sind wir ein paar Gummis, also ein paar Kondome. Für Elefanten. Elefantenkondome, genau. Das ist so meine Idee. Dann kriegen die ja keinen Nachwuchs mehr. Lieber nicht. So. Ja. Ich wollte schon sagen, ihr habt doch da was gesehen. So, meine Beine mal runter machen hier. So, hier. Da ist auch noch was. Eine Truhe. Alter, ich werde jetzt so schnell voll. Weil ja es überall was rumliegt. Also ich werde hier definitiv keine 100% schaffen, weil ich muss das mal finden, das Zeug. So. Da unten ist auch noch was. Habe ich komplett.